Ich bin eigentlich ein bisschen weitergegangen, mal zeitweilig. Mal den hier, Kef ist bei minus 200, minus 550. Merkt euch das. Dann wäre nochmal ein Schiffswrack. Alles, was wir mit dem Villager tauschen können, würde ich sagen, nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich wird es auf Sticks und Fletcher rauslaufen. Mal schauen. Und dann schalten wir uns einiges frei. 201 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Mein neues Buch ist jetzt verfügbar. Wenn es dich interessiert, würde es mich freuen, wenn du es dir gönnst. Link in der Videobeschreibung oder auch im Buchhandel auffindbar. Oh mein Gott! Ist es etwa euer Ernst? Da! The cutest Predator. Da haben wir es doch. Ich hab einen Axolotl. Oh mein Gott, der hat eine Nautilus-Shell. Das brauchen wir doch schon wieder für Dierhose oder sowas, ne? Und dann die Nautilus-Shell. There we go. Oh, laut, 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 laut. Ich sehe zu, dass ich Dorf finde. Ich werde auf dem Weg alles Mögliche mitnehmen an Stuff. Brauche ich eigentlich Inksacks? Das ist ganz schlimm, Minecraft. Ich bin Jäger und Sammler. Meistens Sammler. Meistens weniger der Jäger als mehr der Sammler. Und ich will immer alles mitnehmen. Weil man weiß eigentlich auch, was ich nochmal brauche. Oh, ich sehe ein Dorf. Da haben wir doch schon mal ein Village erwischt. Wollen wir hoffen, dass noch niemand hier war. Kriege ich Hunde hin? Ich habe einen Hund. Sweetberries haben wir da auch. Good, best friends forever. So, wir verfrachten unsere Villager am besten. Oh, Obsidian, 7 Stück. Da haben wir Obsidian gekriegt. Oha. Jetzt, wo Kev weg ist, läuft's. Nein, Spaß. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, wir hätten ein paar Betten. Ey, ich habe 7 Obsidian. Haben wir noch? Haben wir noch? Hier haben wir doch. Das ist wieder ein Schmiede. Ja, ein bisschen Backup. Nochmal eine neue Eisenpick, ganz ehrlich. Ich muss rigoros aussortieren. Mehr als ein Stack Kohle nehme ich nicht mit. Ich nehme auch keine Eisen-Nuggets mit. Wir nehmen eine Nautilus-Schale, bräuchten wir für halt Crafting und sowas. Ja, komm schon, Kupfer weg. Ja, ich könnte mir fast eine Dia-Hose irgendwann eines Tages mal wieder machen, aber da guck mal. Machen wir einen Fletcher-Table, dafür brauche ich Flint, soweit ich weiß. Flint, ja, haben wir gekriegt. Kann ich hier eventuell das Ding mal mitnehmen? Ja, komm mal her. Das da reinstellen und dann könnten wir doch mal hingehen. Den hier. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen mehr Holz. Dann machen wir Fence Gates. Und dann sehe ich mal dazu, dass ich die in den Häusern einsperre. Also der Typ ist jetzt Fletcher, der tauscht ab sofort nur noch Sticks. Ähnlich machen wir es mal hier. Der Typ ist gerade ohne Job, der kriegt einen Fletching Table rein. Und hier machen wir doch mal einen Smithing Table rein. Dann hätten wir auch hier schon mal den nächsten Job am Start. Warte ganz kurz. Nein, ist Villager Trading disabled? Nein, ist es nicht. Der buggt nur. Aber das hier ist ein Toolsmith. Bei dem geht's nicht. Also das ist ein bisschen schade. Das steht nämlich nicht in der Projektbeschreibung drin. Das hat man mir nicht gesagt. Ich guck mal ganz kurz bei einem anderen Villager, den wir noch hatten. Toll. Ich kann mit dem Weaponsmith nicht traden. Fletcher geht auch nicht. Hä, aber der Steinmetz geht. Hä, der Fletcher geht auch. Ist mich wieder maximal verwirrt. Also es ist ausgeschaltet. Es ist Absicht. Also ich weiß, dass die halt traden, das ist klar, aber. Und anscheinend ist Weaponsmith dann deaktiviert. Dann müssen wir die Amethyst-Shards gegebenenfalls finden, also in der Geode oder so. Aber die findet man doch eher unter der Erde und in speziellen Locations. Wir könnten natürlich versuchen, nochmal in die Location zu gehen, wo Kev war, damit ich da ein Dia-Schwert machen kann, aber. Ja, müsste ich halt mal gucken, ne? Unter Umständen, vielleicht finde ich eine beim Drüberfahren. Also, es geht jetzt um die Geode für ein Dia-Schwert. Und eigentlich müsste ich das so machen, dass ich mehrere Schwerter habe. Also, eigentlich muss man trotzdem farmen. Man muss farmen. Pass auf, wir machen es jetzt. Ich mache mir ein Dia-Picke, damit wir da vernünftig arbeiten können. Und Nautilus Shell ist halt für eine Hose, die muss ich ganz dringenderweise behalten. Warte mal, stopp, stopp. Villager machen ja doch Sinn für die Bücher halt, ne? So, pass auf, du hast eben deinen Job verloren, kriegst einen neuen.
okay, das geht. Dann würde ich sagen, müssen wir eben doch eine Villager Trading Station machen. Das heißt, die Pläne sind nicht ganz hinüber. Die Enchantments werden wir durch Villager holen und nicht durch irgendwie Farm oder Enchanting nochmal. So, jetzt habe ich einen zweiten Lectern. Es ist gerade auch Nacht. Kann man jetzt eigentlich Nächte skippen oder nicht? Schlafen kannst du nicht. Okay, geht anscheinend nicht. So, das ist nämlich ebenfalls neu. Das stand ebenfalls nicht im Changelog drin. Okay, ist gesperrt. Moment, jetzt schaltet er sich dann noch frei. Ich kann noch verzauberte Bögen mir dann herkaufen, dann muss ich die nicht craften. Das ist natürlich gut. Vom Fletcher kriegst du die verzauberten Bögen. Ja, das ist natürlich nicht gesperrt. Das heißt, ein OP-Bogen vom Fletcher, das ist machbar. Das ist doch schon wieder sehr, sehr sweet, oder? Sharpness 5. Boah, soll ich direkt Sharpness 5 nehmen? Da muss ich noch einen neuen Villager holen und den probiere ich dann auf Mending zu kriegen. Komm, wir nehmen das. Sharpness 5 ist gelockt. Dann ist das jetzt der Sharpness 5 Villager. Und ja, Chat, ich lösche die Lava vor mir oder mache die zu Obsidian, indem ich meinen Axolotl nutze und den da drin bade. Ich sehe es die ganze Zeit, das ist total witzig. Achso, also der Axolotl, der bist gar nicht mehr live? Nee, ich habe ja extra gesagt. Oh nein, ich habe meinen Hund drin gebadet. Oh, schade. Oh, ja. Ja, RIP. Ich habe ja extra gesagt, der war so gut. Dann, also ich hätte, wenn ich gerade schon dran bin, gesagt, dann nutze ich doch das Obsidian, was ich hiermit abbauen kann. Und bringe das mal mit nach oben. Dann mache ich oben in meinem Dorf ein Portal hin und gehe von da dann in den Nether. Händisch nehme ich jetzt halt ein bisschen was mit, was ich kann. Ich werde die Dia-Picke nicht kaputt gehen lassen, sondern die werden wir dann für, sei es Enchanting und Kombinieren nutzen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ja, wie wäre es denn, wenn ich mir jetzt Mending mal auf die Spitzhacke mache? Dann repariere ich die schon mal, indem ich weiter Sticks trade und dann kann ich direkt wieder losgehen. Und ja, ist jetzt wieder Geschmackssache, wo wir es am allerbesten hinpacken. Ich hau den mal nach da oben und dann packe ich jetzt die Pickaxe rein und dann machen wir Mending drauf. Soll ich direkt Sig-Touch? Nein, Fortune wäre vielleicht nicht schlecht. Sig-Touch mache ich auf eine Eisenspitzhacke dann später mal. Dann holen wir uns doch mal Unbreaking 2, Unbreaking 3. Okay, jetzt habe ich zwei Unbreaking 3 Bücher. Dann gehen wir nochmal hier rein, sorgen für einen Unbreaking hier, ne, 3, Mending, Unbreaking 3. There we go. Und ansonsten könnte ich doch eigentlich auch nochmal Fortune draufschmeißen, oder? Gut, damit haben wir auch Fortune drauf. Das heißt, alles, was ich ansonsten jetzt kriege, das wird hoffentlich easy. Dann würde ich auch nochmal Folgendes vorschlagen. An diese Stelle hier würde ich ein Netherportal einfach reingießen. Ey, Quatsch, brauche ich gar nicht. Ich baue es einfach. Ups. Muss ja gar nicht gießen. Wir können das einfach jetzt hier bauen. So, Portal wäre, by the way, dann auch mal an. Ich hoffe mal, dass ich nicht so anders falsch rauskomme. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Das ist eine Standard-Pickaxe und eine Steep Slate. Das braucht ewig, um sich da durchzuhämmern. Aber auch im, es gibt ja auch im Deep Slate Dia-Erze. Deswegen lohnt es sich gar nicht mal drum rumzubauen, weil da drin kann ja auch was sein. Efficiency wäre noch so hilfreich jetzt gewesen, aber. Wie viel Dias werden wir insgesamt holen? Ich würde sagen, halt einmal für komplettes Equipment. Und da machen wir es auch so, dass wir nur eigentlich eine von jeder Sorte machen. Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal am Strip Mine in der 1.17. So richtig, weil wir kein Projekt 1.17 bisher hatten seit Release. Und wenn ihr mich fragt, Dias Farmen ist schwerer geworden und nerviger geworden, weil die Gesteine, teilweise hart, sind mal länger brauchen, sich durchzugraben. Wie annoying. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mich stört. Mich violate das richtig, dass das härter ist und nicht so schnell abbaubar ist. Mein Vanilla-Minecraft-Spielgefühl wird durch dieses Deep Slate hart violated. Ich hatte sogar die Möglichkeit, Mojang zu fragen wegen Instamine, ob das möglich ist, dass man es irgendwie Instamine kann. Sei es mit Beacon, Haze oder sonst irgendwie was. Und die haben die Frage nicht verstanden. Da hatte ich mal die Gelegenheit gehabt, vor ein paar Monaten, den Mojang Game Developer Fragen zu stellen. Und der hat einfach die Frage nicht verstanden.
Schade. Also das hätte man schon Insta-Mine-mäßig machen können sollen, damit man da schön den Untergrund bügeln kann. Ja, auch ein Beacon wieder aus Language. Oh mein Gott, ich habe endlich ein Dia-Erz gefunden. So, der Minecraft-Gott hört zu. Jetzt, wo ich mich genug beschwer, geht's ab. Dann nehme ich das doch mal mit. Leider war das nur einer. Da waren jetzt 5 draus. Und das war's, oder wie? Oh nee, nur eine kleine Quelle. Stimmt, das wurde ja auch noch seltener gemacht. Dias wurden seltener gemacht. Indem nur noch kleinere Quellen jetzt kommen. Aber eigentlich müsste die 1.17 noch genauso sein wie die 1.16. Eigentlich sollte sich dann nichts geändert haben. Der neuen World Generation dann erst. Wow, es waren einfach 2 Dia-Erze. Gut, ich habe jetzt 4 rausgekriegt, also 3 und 1. Aber ganz ehrlich, fetzt mich jetzt nicht so weg. Und oben in der Decke sind auch nochmal welche. Sowas aber auch. Von 7 auf 11. Auf 12. 14. 15. So, sowas aber auch. Auf einmal gibt's das hier. Leute, ich habe bestimmt jetzt vorhin gestrippt meine ganze Pickaxe weggehauen. Dann jetzt nochmal circa eine halbe Stunde. Eine Stunde gefarmt, dann 15 Dias. Also gerade ist echt... Und Fortune 3. Ich habe die alle mit Fortune 3 abgebaut. Ich glaube, seit 18 Strip manchmal sinnvoll ist. Ja, so in der Art wird das eventuell sein. Oder darauf wird es hinauslaufen. Vielleicht. Vielleicht wollen die das aber auch so. Jedenfalls, Mining ist schwerer. Viel schwerer als 18 dann auch. Okay, pass auf was. Dann würde ich aber hier einen kleinen Stopp machen, denke ich mal. Wir werden wahrscheinlich morgen noch einmal ein bisschen weiter buddeln müssen. Aber ich gehe mal aus dieser schwarzen Suppe hier raus. Wo man gar nichts sieht. So, ich logge mich hier aus. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.